Und weiter geht's bei Final Fantasy 14. Die Brezel haben wir gerade schon abgegeben. Hallo? Die letzte, hallo? Genau, ja. Hallo, mit den anderen auch. Seid hallo? Ihr denn überhaupt noch da? Genau. Und jetzt gehen wir mal hier in die Quest ab und holen uns dann mal die Level 5 Quests ab. Sollen wir? Ja, oder sollen wir erst noch hier was machen? Ja, nee, ich soll da unten hin, zum unterm Baum des Sultans. Wird so warm, ich zieh mich einfach aus. Oh, da kommt sogar eine Katze. Oh nee, ey, jetzt ist der Ganondorf schon wieder nackt. Oh nein. Warte, German Let's Play Simple. Zieh dich an, Ganondorf. Nein. Pack das Teil wieder in die Hose. Ist es ausgepackt? Ja. Übrigens habe ich auch eine neue Mütze und ein neues Schild an und neue Schuhe. Ja, und ich habe eine Augenklappe. Ich habe auch eine Augenklappe. Jetzt können die beiden nicht mehr zielen. Komm mal her. Geh weg von mir. Wir schlagen hier gerade, oder ich schlage hier gerade die Schnapp, Schnipp, Schnipp, Schnipp. Lauft ihr da gerade hin, da oben? Man fängt automatisch mit allem in der Nähe einen Kampf an. Ja, ja. Voll geil, musst du noch nicht mal mehr pullen. Ui. Komm, ich komm mal durchgerannt. Ah ja, was ich gerade meinte, Bestiarium gibt's jetzt hier quasi. Wo denn? Notizbücher und dann ins Bestiarium. Da gibt's dann nochmal Bonusse, wenn wir diverse Mobs töten. Eine bestimmte Anzahl immer, oder was? Ja, genau. Eine schöne Vergütung. Boah, ich sag euch, ich bin so ein Scheiß-Fan von dem Loot-System. Ich vermisse da zwar, euch die ganzen Items zu klauen, aber es ist einfach so entspannt. Das ist so gemein. Ja, hör bitte auf, dem Miet. Und immer wenn die Namen Kreis, Halbkreis drüber haben, kann man dann noch was fürs Notizbuch holen, oder wie? Ja, genau. Der kennt sich ja voll aus, der Typ. Ja, der hat schon vorher 6 Stunden gesuchtet. Ja, klar. Ich war schon Level 10, glaube ich. Echt? Und da haben die so riesige Augen, die Viecher? Ja, Tatsache. Und dann wurde es interessant, dann habe ich aufgehört. Ja, in der Beta war ja echt immer nur 3 Tage, ne, am Wochenende. Jetzt wird's durchgesuchtet am Stück. Also die Teile haben bei mir gerade keinen Kreis über dem Kopf. Nö, bei mir auch nichts mehr eigentlich. Nee. Vielleicht sollen wir da durchlaufen. Ja. Guck mal. Immer der Lampe hinterher. Die Riesenhornissen zu vergewaltigen. Alter, wie viel stehen denn hier rum? Die wollten mich aber stechen, weil ich so ein Stecher bin. Ha! Baum des Sultans. Alter, was ist denn hier los? Sollen wir mal Ja drücken? Den Kampf des unteren Baumes des Sultans beginnen. Für diese Inhalte in Kreise bis Stufe 8. Ja. 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 Oh ja. Hä? Du kannst nicht beginnen, wenn du in der Gruppe bist. Oh nein. Dann lass mal kurz rausgehen. Ja. Boah. Wie kann ich denn aus der Gruppe? Tschüss. Könnt ihr mal bitte? Ich kann hier wenig raus. Tschüss. Du bist schon draußen. Jetzt bin ich draußen. Nein, Zombie, du warst draußen. Ich wurde halt gekickt. Was? Bist selber rausgegangen? Nein, ich hab gekickt. Ach so. Ach, dann warst du der Admin. Ach, stimmt, ich war ja off kurz, ne? Ja. Der Admin der Gruppe. Sasagan, es betrübt mich so sehr, euch Kummer zu bereiten. Durch meinen Fehler ist der wertvollste aller Schätze verloren. Ja, ich hab einfach mal Was schleicht ihr euch heran? Das ist doch vertont, warum sagt ihr was? Ja, hab ich gar nicht gehört, das war so leise bei mir. Ja, ist es auch. Stimmt. Vor allem ich guck voll hoch. Ja klar, sind alle 10 Meter für dich. Ach, sogar deutsch vertont. Ja. Äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Das soll nicht eure. Ja, echt kaum was. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Oh ja. Ja, wahrscheinlich, weil wir die Soundeffekte runtergestellt haben. Hier ist es nicht sicher. Da müssen wir gleich nochmal feintunen, ne? Ach stimmt, die Stimme haben wir ziemlich weit runtergedreht, ne? Nö, kann man denn Escape drücken? Geht das? Nee. Begleitet mich zurück. Ja, man kann es ja auch lesen jetzt. Ah. Und dich? Du siehst, es ist kein leichtes Frauen. Spoiler, da kommt gleich ein Flugvieh. Was? Oh. Du Wichser, ich wurde gespoilert. Oh. Flugvieh? Der sollte mal wieder was essen, hat Flugvieh. So viel... Ja. Oh. Bleibt in. Guck mal, der redet total ruhig. Bleibt in Sicherheit, euer Gnaden. Ja, mein Gott, das sieht er da jeden Tag. Ja, stimmt, der macht das ja 300 Mal am Tag, wenn immer Leute hier hinkommen. Dann war genau. Schon wieder ein neuer ätzend. Besiege die Blangas. Spielinhalt beginnt. So kann man es auch sagen. Lady Blabla ist in Sicherheit. Auf in den Kampf. Boah, Lady Blabla. Ist auch richtig geil. War der eigentlich beim Pressekit dabei? Soundtrack? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Glaube ich nicht, oder?
Nee, ich glaube, das ist nur bei der Collector's Edition dabei. Oh. Ja, Blanga. Dauert doch kaum lange, das Ding zu töten. Ja. Wieso hast du eigentlich ein Schild bekommen, Peter? Ja, keine Ahnung, konnte ich mir aussuchen. Auch. Aussuchen wann? Ja, ein Schild und da waren noch irgendwelche Bärchen bei. Hm. Oh! Da kam Eds! Spoiler! Nein! Wie viel Leben hat das Viech bei euch noch? Hälfte, glaube ich. Fuck, bei mir jetzt noch drei Viertel. Ich hole mir die Wichser von da hinten. Jawoll! Fuck, falsch. Feuer 14. Down. Ein niederer Blanger kommt da. Ja. Die betteln wir schon nieder. Oh, vor allem, er tankt die ganze Zeit. Ich hab nur noch die Hälfte. Draufkloppen. Du sollst in sein. Wenn du in der Nähe von dem Typen bleibst, dann heilt er dich. Ah, okay, cool. Also, sterben ist, glaube ich, unmöglich. Aber wieder die epische Final Fantasy Musik. Ich geh mal hinter denen. Mich würde auch mal interessieren, wer denn, wer die Musik gemacht hat. Google dich gleich mal. Irgend so ein Japaner bestimmt wieder. Ach, sag an! Nee, das war ein Deutscher nicht, bestimmt. Der sie sonst macht, glaube ich. Aber der ist ja schon seit 10 weg. Achso, echt? Oder 12. Ja. Hast du auch gemerkt, fand ich. 10 kommt ein HD-Remake, ne? Ja. Oh, Mister, kommen ganz viele, Mann. Ja, ich sterbe gerade auch halb. Nimm Heiltrank. Also ich hab kein Problem. Ah, ich bin geheilt, okay. Ja, du bist aber noch nicht so weit wie ich, Mann. Was ist los? Hey, bei mir ist der Blanga gleich tot. Ich kümmere mich die ganze Zeit um die Ads. Ja, hab ich auch gemacht. Vor allem überhole ich dich erst voll weit hinten. Nee, er ist tot. What? Ach, auf einmal. Ach Mist, ich wechsle immer, scheiße. Ich dachte, du bist nicht so weit wie ich. Spielinhalt beendet. Yay. Erfahrungsstufe gestiegen. Haben wir das Spiel durch? Ja. Scheinbar. Ja, okay. War ein kurzes Let's Play. Aha. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Guck mal, wir haben 26 Minuten. Habt ihr die Uhr gesehen? Was? Da war so ein 30-Minuten-Timer. Ach so. Ah. Und was liegt da jetzt? Ein blauer Stein. Ja. Ein Klostein. Eine Ocarina. Ja. Du hast sie endlich. Ey, das sieht echt aus wie so ein Ocarina. Okay, jetzt nimm mehr. Ich weiß ja nicht, was für dich wie eine Ocarina aussieht. Ein blauer Alles Klumpen. Hat Blaues. Ja, komm, hol ihn dir. Voll komisch, dass man die Quests ohne seine Gruppe machen muss. Ja, wahrscheinlich so Story-Dinger, ne? Ja. Ja, aber trotzdem, müssen wir immer wieder zwischendrin die Gruppe auflösen. Passiert aber, glaube ich, nicht so oft. Nur einmal in jedem Part. Ja. Jede dritte Quest so. Ja. Oh nein, die Psychofrau ist wieder da. Hör hin, fühl es. Denk nach. Los. Müssen wir jetzt 6 Kristalle suchen? Ja, genau, müssen in die 7 Tempel und die Kristalle holen. Ja. Um die Herzen der Prinzessinnen zu reinigen. Glaubst du? Ja, den Pentagramm da war. Ich glaube, ich habe gerade jetzt Zelda mit Kingdom Hearts in einem Satz vermischt. Aha. Flame. Ist auch von Square. Enix. Genau. Ja! Darauf habe ich gewartet. Was passiert denn da gerade, Mann? Das Schöne ist, ich drücke zwischendurch immer die Aufnahme, damit ich ein paar schöne Bilder hier aus der Sequenz klauen kann. Fürs Thumbnail. Ah, boah. Du Wichser. So ein Dieb. Ja. Aber eine gute Idee, Manuel. Besonders du machst Screenshots fürs Thumbnail, wenn du nicht mal am Aufnehmen bist. Ja, nein, aber für später. Für mich dann. Ja. Und schön auch, wie wir mit einem Stein reden. Wir reden doch gar nicht, wir hören dem Stein nur zu. Wir können gar nicht reden. Ja, okay. Okay, fliegender Stein, vielen Dank. Eine Sache, ja, hat mich auch schon im Intro penetriert. Wann fängt da mal das Orchester an? Die ganze Zeit immer nur... Aber das richtige Lied geht nie los. Oh. Es soll mystisch wirken.
Findest du das traurig, Manuel? Ja, ich warte die ganze Zeit auf das vollständige Lied. Ja. Das sieht jetzt echt schon fast aus wie bei Zelda. Ich als Gandalf fühle ich mich jetzt gleich, als wenn die Weisen da um mich rum erscheinen und mich verbannen. Dann bist du weg. Okay, ich sollte gleich noch was an der Sounddatei ändern. Guck mal, die Entwickler haben auf mich gehört. Geil. Wie ihr immer, weiß nicht, 10 Sekunden im Voraus schon seid. Ach, glaub daran, denn das Licht ruht in genau dir. Genau, nehme ich gerade auch. Boah, Alter, wie groß ist denn der Stein? Boah, ich sehe dich mal nun. Oh, das bist du gar nicht. Nee. So weiblich sehe ich auch nicht. Da bist du schon wieder. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Jetzt bin ich erst glaub daran. Ich bin Superman. Ha. Vor allem mein so kleiner Fratz dabei, ne? Sowas finde ich immer so krass unrealistisch, wenn er spontan ohne wirklichen Grund anfängt, dann auf einmal mit seinem Düsenjet schon loszufliegen. Das ist ja so, als hätte er keine Kontrolle mehr über seinen eigenen Körper, weil er macht's ja eigentlich freiwillig. Aber warum? Er weiß doch nicht mal, was los ist. Ja, er träumt doch nur. Ja, dann mache ich auch immer meine Jetschuhe erstmal an. Ja, nicht? Ja, war einfach ein Traum. Wir sollen die Welt in Glanz erstrahlen lassen. Wir brauchen ganz viele Glühbirnen. Oh, sympathischer Fremder redet mit uns. Du darfst doch nicht spoilern. Da bin ich noch nicht. Okay. Wieder zurück? Ah, jetzt geht los. Was war das nur für eine Kreatur? Infernalische Gesandte der Lehre. Warum die Sprechpausen da drin? Ja. Wer solche Dämonen befehligt, ist ein echter Ganove. Das nächste Mal können wir uns auch zum Einsprechen einladen, ja? Mich? Ey, was ist hier denn los so? Ganove kommt, nein! Also für die Aslak Edition dann bitte den Peter bestellen. Ja, bitte. Aber für alle, also er soll dann alle sprechen. Na klar, ich verstell die Stimme. Ja, was ist denn los? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt bist du schon wieder so weit wie ich, oder was? Jetzt verstehe ich. Ich muss. Ich klick manchmal weiter. Aber kein Wunder, dass die 40 Stück rumstehen. Die sind alle in der Sequenz gefangen. Ah ja, stimmt. Stimmt ja. So. Oh, du bist gerade mit einem Ereignis beschäftigt und Peter ist Level 6. Dann gehen wir wohl auf. Ja, kann passieren. Ups. Da hat er wieder aufgelevelt. Ja, im Kampf gerade. Genau. Da habe ich Blitzangriff gekriegt, yeah. Sag Bescheid, wenn du draußen bist, Peter. Cool, da hatte ich einen guten Part. Dann würde ich sagen, guckt in die Playlist. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich stelle jetzt meinen Sound um. Tschüss. Ja, tschüss.